erfolgreich sein. Hertha in Bilbao, Hoffenheim bei Sporting Braga ohne ihren begehrten Stürmer Sandro Wagner. Und auch Köln hat ein schweres Heimspiel gegen Arsenal London vor der Brust. Einzelheiten dazu und weiteren Sport jetzt kompakt. Guten Morgen. Kategorie Arbeitssieg, Note 4. Ausreichend, so könnte man das Fazit zum Champions-League-Ausflug des FC Bayern nennen. Gestern beim Gruppenschlusslicht Anderlecht. Ein 2:1-Erfolg, aber auch die bislang schwächste Vorstellung seit dem Neustart unter Trainer Jupp Heynckes. Heiko Klaasen zeigt's uns jetzt. 7:1 gegen Celtic Glasgow. Und dazu schnappt sich PSG auf. Henrik Rödel heißt der neue Bundestrainer im Basketball. Er ist der Wunschkandidat des Verbandes. Aber seine Premiere als Headcoach morgen hätten sich alle Beteiligten sicher unter anderen Vorzeichen gewünscht. Denn es ist nicht nur der Auftakt in die WM-Qualifikation, also direkt ein Pflichtspiel als Kaltstart. Vor allem überlagert der Streit zwischen Weltverband und Euroleague das Sportliche. Über Termindruck und Trainerdebüt berichtet Georg Schneider. Morgen und wöchentlich grüßt der Videoassistent. Das Pilotprojekt des DFB steht jedes Bundesliga-Wochenende weiter unter Beschuss. Es sorgt für mehr Gerechtigkeit, ja, aber bislang liegt der Videoassistent auch bei 25% seiner Einsätze daneben. Das Problem, es ist weiter nicht ausgereift genug. Und genau daran soll nun gefeilt werden, hieß es gestern in Frankfurt. Gary Pauband über die neue Entwicklung. Champions League und dem Bayern-Sieg gegen den RSC Anderlecht. Es war der schwächste Auftritt unter dem neuen alten Coach Jupp Heynckes. Dazu verletzten sich Robben und Thiago. Das 2:1 war, wenn man so will, alles in allem ein Sieg, der sich aber nicht wie einer anfühlte, Heiko Klaasen. Ja, und auch der Einsatz von Dortmunds Torhüter Roman Bürki am Samstag gegen Schalke ist noch unklar im Champions. Und wie immer nach der Champions League heißt dann und vor der Bundesliga heißt heute heute die Europa League. Die ist heute dran, heute Abend. Alle drei deutschen Teams haben noch Chancen aufs Achtelfinale und müssen dazu aber erfolgreich sein. Hertha in Bilbao, Hoffenheim bei Sporting Braga ohne ihren begehrten Stürmer Sandro Wagner. Und auch Köln hat ein schweres Heimspiel vor der Brust. Einzelheiten dazu und weiteren Sport jetzt kompakt.